Ja, am heutigen Dienstagabend wurde die Feuerwehr Brokmerland mit einem Gemeindealarm zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes alarmiert. Bei Eintreffen stand bereits die Halle im Vollbrand und die Flammen schlugen bereits durchs Dach. Des Weiteren wurden die Feuerwehr Norden mit der Drehleiter, einem Schlauchwagen mit 2 Kilometer Schlauch sowie einem Löschfahrzeug alarmiert. Ja, bereits auf Anfahrt konnten wir einen Feuerschein sehen, sodass dann der Puls da doch erstmal höher schlägt und man dann direkt erstmal überlegt, wo ist denn hier der nächste Bohrbrunnen oder der nächste Hydrant, sodass dann eine schnelle Wasserversorgung hergestellt werden kann. Zu Beginn haben wir mit den Löschmaßnahmen begonnen, die von einem Fahrzeugtank ausgingen. Und dann wurde eine lange Schlauchleitung von einem Bohrbrunnen gelegt, sodass wir dann mit der Brandbekämpfung beginnen konnten. In der Halle befanden sich unter anderem landwirtschaftliche Maschinen und eine Drehleiter, die ehemalig im Dienst war. Die wurden dann vom THW Empen herausgezogen, um weitere Löschmaßnahmen vornehmen zu können. Im Anschluss werden dann das gesamte Heu aus der Halle gefahren. Da sind wir im Moment noch bei den Arbeiten dabei, sodass das Heu vollständig abgelöscht werden kann. Zudem befanden sich Flüssiggastanks in der Halle, die gekühlt wurden, aber von denen keine weitere Gefahr bestand. Insgesamt befanden sich über 100 Einsatzkräfte hier an diesem Einsatzort zusammen mit allen Hilfsorganisationen. Bei diesem Einsatz wurden keine Einsatzkräfte oder andere Personen verletzt.